Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit Pokémon Schwert. Strahlender Diamant. So, jetzt. Heute erkunden wir Feedback zu Ende, da sich in der letzten Folge tatsächlich meine Aufnahme aufgehängt hat. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, deswegen musste die Folge tatsächlich ein bisschen abgeblendet werden. Aber, naja, gehen wir schon hin. So, dann erkunden wir die Madin-Teil und dann machen wir heute noch die Arena. So, Feedback-Bibliothek. Ich gehe mal hier runter. Hier sind unser Wingull. Meine glänzende Intuition sagt mir, dass es in dieser Stadt einen versteckten Weg gibt. Das Nenne befindet sich ein Schatz. Okay. Haus von Seemann Eltern. Ich kenne meinen Seemann, genau wie mein Papa. Er ist nämlich der mutigste Mann, den ich kenne. Selbst hohe Wellen machen ihm keine Angst. Arenaleiter sein wäre total auch recht cool. Adam ist total klasse. Aber irgendwie läuft er den ganzen Fernseher immer über Team Galactic. Also scheint er doch mit dem Jahr dran zu sein an den Jungs. Naja. Unser Junge hat einfach zu viel Energie. Ich wünsche, er wäre ein bisschen ruhiger. Irgendwas hat er sich zu laut. So. Ist das nicht der Junge von dem Cresselia-Event gewesen? Hallo, ich arbeite für Jubelchat TV. Wer ist mit einem schönen Interview? Mach. Vielen Dank, lass uns gleich anfangen. Bitte wählen den liebsten Pokémon-Typ aus deiner Liste. Feuer. Danke, dass du die Zeit für uns genommen hast. Wir sind mit dem Mission eine unserer Sendungen ausgestrahlt. Schau dir doch eine, sieh dir an, wie du im Fernsehen rüberkommst. Das war jetzt. Okay. Naja, alles gut. So, die Bibliothek machen wir dann in der nächsten Folge, weil da noch was dazu kommt. Also gehen wir heute in die Arena. Flitburg Arena. Hau die zukünftige Jam. Die Arena hat jetzt die Stahl-Pokémon ein. Diese haben eine starke Verteidigung, gegen die du mit halbherzigen Angriff nichts ausrichten kannst. Jo, und da Stahl-Pokémon. Ja, viele Stahl-Pokémon sind es nicht. Die sind alle gestaltet. So, auf geht's. Stahl symbolisiert einen unbeugsamen Geist, der sich niemals geschlagen gibt und wird sich der Fahrt zum Sieg offenbaren. So, dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Schwarzgurt Enrico. Ein Stahl. Das ist doch ein Stahl. Na gut. Ist halt ja gut. Vitales kriegt es ohne Probleme. So, dann nehmen wir mal einen Stahl-Pokémon. Und greifen mit einer Kampfattacke dran. Na, oder? Ja. So, dann nehmen wir Spukball dazu. Egal. Nein, das ist nicht. Damit ist es eh gegessen. Kann man gleich mit 41. Problem. In einer Arena geht es nicht darum, die Stärke deiner Pokémon zu überprüfen. Ziel mehr als das. Du selbst, deine ganze Persönlichkeit wird auf die Probe gestellt. So, dann haben wir das ohne kleine Sieger drin. Du hast nur ein Onix? Okay. Dieser Attacke war niederschmetternd. Gut. Glaube ich, dass wir da. Ne, kommen wir nicht hoch. Okay. Was ist das? Was ist das? Sieht so aus. Du fährst den Aufzug hoch und runter. So reichst du mich und deinen nächsten Kampf. Ah, also war doch der richtige Weg. Okay. Was hast denn du jetzt hier? Drei Pokémon? Fängst du mit an? Oh, nix.
Ja, oder es ist ja nicht so, dass super tolle Stahlfurke morgen. Es gibt ja auch genug Möglichkeiten, Magnetido, Magnetron und was weiß ich noch. Aber alles gut. Das wäre cool gewesen, ne? Ja, war mehr aus, mehr auf. Es gibt ja genug Stahl-Pokémon. Gut, Lucario wird nicht kommen, weil Lucario ist zwar auch ein Stahl-Pokémon, aber hatten wir schon bei Hilda. Wow, der Scheiß damit auf. Hör mal auf mit dem Scheiß drauf. So. Oh, nicht das dumme Geschichte. Ramayo Level 38. Weiteres ohne. Das wird kein Problem sein jetzt. In der zweiten Stufe muss der Platz sein. Gut, dann haben wir das auch weg. Komm ich hier weiter irgendwo? Ja, das ist der nächste, ne? Hä? Das ist nicht der richtige Weg. Was ist das hier? Kralle. Ist das der richtige Weg? Ich weiß, ob das ist. Ja, ist okay. Alles gut, wir sind genau wieder richtig. Ein Ass muss Wissen und Erfahrung mitbringen, um auf hohem Niveau kämpfen zu können. Also mit Kampf veranschaulich, was ich damit meine. So, für eine Stahlriemen. Gut, die gleichen können wir mal definitiv auch in der letzten Arena haben, weil Elektro-Pokémon, da wird auch alles Mögliche kommen und da wird nicht nur Elektro-Pokémon kommen. Oh, hier von auch da Leute sind jetzt ins Team zu holen. Jetzt hast du Stahl, okay. Was war ein Update? So eine von Pi und Skora zu einem Stahlos. Auf den Nuss. Mit dem Ableithieb. Und noch ein bisschen KP zurück. Die KP, die behalten. Ich glaube aber nicht, dass wir. Behalten, nö, wenn ich nicht gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann gehen wir hier rum. Ja, so. So, ist jetzt der richtige Weg? Hält du das der Weg? Bin ich nicht mehr so also auswendig da. Bin ich nicht mehr so auswendig. Da kenne ich mich nicht so genau auswendig. So, da ist aber das ist der richtige Weg. Pokémon und Menschen arbeiten schon seit vier, so vielen Jahren Hand in Hand. Wir geben dir gerne eine Kostprobe von dieser Zusammenarbeit. Ja, schon wieder ein Ohne. Man, ich bin Stahl-Pokémon, ich brauche doch nicht den hier. Wir vermissen quasi Bronze, Bronzer. Das sind alles Stahl-Pokémon. Und hier kommen wir mit so einem Mist hier an. Die ganze Zeit. Mit Onix. Ja, Stahlos, mein Gott, da gibt es. Was ist mit Magnetilo? Alles möglich.
So, schon wieder. Ja, es ist ein bisschen sehr eintönig. Also es ist für mich meiner Meinung nach sogar unglaublich. Es gibt halt genug. Naja, das kann es eh nicht ändern. Eine spektakuläre Niederlage. Naja, bleibt das sonst immer eine Niederlage. So, das ist ein Kämpfer. Das ist ein Arten, du hast schon wieder auch nur ein Onix. Haja! Attackier mit knallharten Karte schlägt. Das bestimmt hier schon, das bestimmt noch ein weiteres Onix. Mit Ansage, ich krieg den Loni. Warum denn ein Loni? Die Steiner Gestaltsarena war am Anfang. Also mehr Gestaltsarena als in der ersten, als in der ersten Welt halt. Man kann sich halt mal wundern, mich halt nur. Ja. Ist eine Gestalt, eine Stahlarena und krieg nur Gestalts-Pokémon hier gerade von mir. Das ist nicht schwer jetzt. Naja. Alles gut. Level 41 für Militalis. Stalos. Jetzt haben wir mal Stalos. Galoppa ein bisschen. Machen wir ein bisschen was mit Galoppa. Flammenwurf. Der ist schon mal besiegt, der Typ. Das war eine ziemlich deftige Abreibung. Der richtige, ja, ne? Ne, ist ja nicht. Verdammt. Doch der richtige. Also war es doch der Weg. So, du bist noch ein Trainer. Als Trainerin. Wer sich auf einen Pokémon-Typ spezialisiert, erkennt dessen wahre Stärken und Schwächen. Typ Wasserfee. Jawohl, zumindest die Paralyse greift. Sehr gut. So, Psychokinese noch hinterher. Ja, tut mir leid, dass jetzt gerade beide zwei Arenen direkt hintereinander kommen. Auch besiegt. Dann haben wir, glaube ich, gleich die Arena, den Arena-Leiter, ne? Das ist nicht mehr so lange so, oder? Ja, und damit haben wir's. Richtigen Weg zum Arena-Leiter. Da ist er. Adam. Arena Nummer 6. Ha, das ist der Ort von Erzeling. Verstehe, du hast also meinen Sohn besiegt. Nun, das ist kein Wunder. Er muss schließlich noch viel lernen. Dann gehen sie zu Fight, will ich eine richtige Herausforderung für dich sein. Genau, Adam ist tatsächlich der Sohn, der Vater von Fight. Deswegen wahrscheinlich auch viele Stein-Pokémon hier drin. Na gut, er fängt gerade an mit Bronze. So, mal gucken, was wir jetzt dagegen anrichten können. Ich weiß, dass die Kraftwelle wahrscheinlich
Bizarro. Och nee, also. Dritte Initiative, das heißt, der wird jetzt größtenteils anfangen. Ich weiß eins weiteres von dir. Stalos? Stalos. Gut, dann spielen wir das Spiel schon ein bisschen anders. Dann spielen wir das Spiel schon so, dass ich mit dem Polion. Den Polion sollte eigentlich nur das nächste Programm sein. Ich glaube, es könnte reichen, um anzufangen. Ich weiß, dass Polita von seinem Folgen, also bei mir folgen, wo ich gestern schneller war. Okay, Sandsturm ist eh wurscht, weil Sandsturm. Ja, tut Stahl-Pokémon nicht weh und da Empoleon ebenfalls ein Stahl-Pokémon ist, dieses juckt es mich nicht, das ist einfach so. Scheiß Robustheit. Okay, ist klar. Das war mir fast klar. Ich frage jetzt nur, ich spiele jetzt gerade ein bisschen um. Ich zahle das nicht mehr. Also sollte eigentlich diesmal kein Problem sein. Du jetzt noch mal was machst. Schütze ruhig die zweite Genesung hinterher ein, das juckt mich nicht. Ja, so also nur ein Hyperdrang hinterher. Das interessiert mich nicht. Besser jetzt so ein Stalos als so ein letztes Pokémon. Du bist eh Karo. Du wegen den Stalos. Der Stalos wird nur wegen der scheiß Fähigkeit. So, jetzt. Die Geschichte hier. Feierabend. Gut, dann gehen wir auf Polita. Deuteres dürfte sein letzter sein. Ich greife jetzt mal anders an. Ich setze den Sonntag an. Ich nehme mal einen Sonnensturm mit. So. Dann grabe ich jetzt mit Feuersturm hinterher. Was? Warte mal. Halt, halt, halt. Ich dachte mir, bei Sonntag trifft meine Attacke zu 100%. Ach. Jetzt ist Geschichte. Ach, das war durch die Scheißbeere, ne? Das ist, glaube ich, abgeschmissen. Aber egal, wir haben trotzdem gewonnen. Hat halt ein bisschen, rausgezögert, aber ich habe trotzdem gewonnen. Darf ich meine Pokémon so einsam trainieren und ich schicke sie einfach auf die Bretter. Hast es geschafft, mein hervorragendes Team zu besiegen. In Anerkennung deiner Stärke überreiche ich den Minenorden. Ja, wir haben jetzt relativ schnell die 5 und 6 Dioden geholt. Das waren jetzt mal 3 Folgen oder so, glaube ich, nur Unterschied. Ja, oder 4 waren es. Wir haben eine Mina, wir haben Rote 218 gemacht, haben Flipbock erkundet und jetzt haben wir die Arena gefahren. Mit dem Minoren kannst du mit deinem Pokémon die Formattacke Stärke endlich einsetzen. Nun ja, weil du 6 Pokémon besitzt, 6 Orden besitzt, werden dir alle Pokémon auf Level 70 aufs Wort gewaschen. Ja, und die gebe ich dir auch noch. So. TM 91 ist, by the way, glaube ich, die Lichtkanone. Ja. Wenn die Attacke trifft, zeigen sie manchmal die Spezialverteidigung des Ziels. Dann was? So, kann ich jetzt hier raus? Oder? Nee, kann ich nicht, muss ich hier hoch. Na, dann muss ich da raus, um da runterzukommen. Jesus.
hätten sie auch die Verbindung von der Plattform, wo er steht, bis nach ganz unten machen. Aber egal, alles gut, wir haben es geschafft. Hey, das ist ja der Minon, reife Leistung. So stark wie du bist, könntest du ebenfalls mit dem Gedanken nicht mehr Chef zu werden. Wenn du natürlich kaum eine Chance hast, es tatsächlich zu werden. Schließlich bin ich ja nicht stärker als du. Du hast gefühlt in jedem Kampf auf die Fresse gekriegt und sagst immer nur, du bist stärker als ich. Naja, bisschen sehr überschätzt, der Junge. Aber egal, komm mit in die Bibliothek. Ja, machen wir jetzt. Machen wir jetzt. So. Obwohl, machen wir nicht jetzt, machen wir in der nächsten Folge. Komm, ich hab's geil. Jetzt machen wir das in der nächsten Folge. So, gut, dann machen wir in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Und dann gehen wir in die Bibliothek und da gibt es auch noch einiges. Und dann hoffentlich.